Schon seit einigen Jahrhunderten werden in der Medizin Impfungen praktiziert. Die erste Impfpflicht in Deutschland gab es im Jahr 1807, als in Hessen und Bayern die Impfpflicht gegen Pocken eingeführt wurde. Heute gibt es verschiedene Impfstoffe mit verschiedenen Wirkungsweisen. Ich bin kein Arzt und es ist nicht meine Aufgabe, eine Auskunft über die medizinische Wirkungsweise von Impfungen zu geben. Auch nicht über Risiken und Nebenwirkungen, die Impfungen mit sich bringen. Heute möchte ich lediglich auf die Frage eingehen, ob Impfungen aus christlicher Sicht praktiziert werden dürfen. Grundsätzlich spricht die Bibel sich positiv über Medizin aus. Im Buch Jesus Sirach heißt es: Ehre einen Arzt wegen seiner nützlichen Dienste mit gebührenden Ehren, denn auch ihn hat der Herr erschaffen. Denn vom Höchsten stammt die Heilung und vom König erhält er ein Geschenk. Das Wissen des Arztes erhöht sein Haupt und bei Großen wird er bewundert. Der Herr hat aus der Erde Heilmittel erschaffen, ein kluger Mann wird sie nicht ablehnen. Wie im letzten Satz zu sehen, sollte ein Christ gute Medizin nicht ablehnen. Diese wird aus Stoffen hergestellt, die Gott geschaffen hat. Er hat ja alles in unserer Welt geschaffen. Und ein kluger Mensch sollte sich verarzten lassen. Ich wiederhole die Worte der Bibel: Ein kluger Mensch wird Heilmittel nicht ablehnen. Gehören nun Impfungen zu solchen Heilmitteln? Impfungen sind dafür gedacht, Krankheiten vorzubeugen. Sie sollen den Menschen vor tödlichen Erregern schützen. Gott wollte nie, dass Menschen krank werden. Im Garten Eden vor dem Sündenfall gab es keine Viren und Krankheiten. Diese sind infolge des Sündenfalls entstanden. Es gibt keine Stelle der Bibel, wo Krankheiten als etwas Gutes dargestellt werden würden. Die Heilung und Vorbeugung von Krankheiten ist daher vollkommen biblisch. Nun gibt es dennoch mehrere Gründe, warum sich manche Christen vor Impfungen scheuen. Es gibt eine weit verbreitete Annahme, dass manche Impfstoffe aus Embryos hergestellt werden oder menschliche Zellen enthalten. Das entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Impfungen enthalten weder Zellen von Embryos noch von erwachsenen Menschen. Wer hier etwas anderes behauptet, hat etwas falsch verstanden. Ebenso wenig werden für die Herstellung von Impfstoffen Materialien von abgetriebenen Embryos verwendet. Was jedoch tatsächlich stimmt, ist, dass für die Herstellung von manchen Impfstoffen Zellkulturen verwendet werden, die nach einer Abtreibung erhalten wurden. Aus der Sicht der orthodoxen Kirche ist es tatsächlich falsch, abgetriebene Föten für die Herstellung von Medizin oder zu medizinischen Experimenten zu verwenden. So heißt es in dem Sozialkonzept der russischen orthodoxen Kirche: Als vorbehaltlos unzulässig erachtet die Kirche die Entnahme und Verwendung von Geweben und Organen von abgetriebenen menschlichen Embryonen zu Zwecken der Behandlung verschiedener Krankheiten sowie der Verjüngung des Organismus. Ausgehend von der Verurteilung der Abtreibung als Todsünde kann die Kirche für diese selbst dann keine Rechtfertigung finden, wenn die Vernichtung des beginnenden menschlichen Lebens gesundheitliche Vorteile für eine bestimmte Person erwarten lässt. Als unbestreitbaren Beitrag zur noch größeren Verbreitung und Vermarktung der Abtreibung liefert diese Praxis ein Beispiel unerhörter Amoralität und verbrecherischen Charakters. Allerdings wird an dieser Stelle vor allem von einer Massenanwendung dieser Methode gewarnt. Es wird auch kein direktes Verbot ausgesprochen, Medikamente zu benutzen, bei deren Herstellung in irgendeiner Weise Föten verwendet wurden. Die Verfasser der Sozialdoktrin wollen vielmehr nicht, dass Abtreibungen in irgendeiner Weise positiv bewertet werden oder dass sie durch vermeintliche medizinische Verwendung verbreitet oder vermarktet werden. Das wird in einem weiteren kirchlichen Dokument deutlich, das sich speziell mit Impfungen befasst. Dort heißt es: Ein orthodoxer Mensch, der einen Impfstoff anwendet, der unter Verwendung menschlicher embryonaler Zellkulturen entwickelt oder getestet wurde, hat keine Mitschuld an der Abtreibung, auf dessen Grundlage die Zellkultur entwickelt wurde.
Heute gibt es zwei auf Föten beruhende Zellkulturen, die zur Herstellung von Impfungen verwendet werden. Diese wurden in den Jahren 1964 und 1970 entwickelt. Das heißt, ja, vor über 50 Jahren wurden zwei abgetriebene Föten verwendet, um diese Zellkulturen zu erhalten. Doch das ist über ein halbes Jahrhundert her. Diese Föten wurden zudem nicht für die Herstellung des Impfstoffs umgebracht, sondern aus anderen Gründen abgetrieben und anschließend für Forschungszwecke verwendet. Es ist also nicht so, als ob abgetriebene Kinder tagtäglich zu Impfstoff verarbeitet werden würden. Außerdem sind heute weder in diesen Kulturen noch in den Impfstoffen Zellen dieser Föten vorhanden. Die Verfasser des oben zitierten Dokuments stellen fest, dass es besser wäre, Impfstoffe und andere Medikamente ohne Bezug zu abgetriebenen Föten zu verwenden. Solange es aber keine Alternative gibt, dürfen auch orthodoxe Christen ohne Gewissensbisse zu allen angebotenen Impfstoffen greifen. Sie sündigen dadurch nicht und tragen keine anderen geistlichen oder seelischen Folgen davon. Ein anderer Grund, vor Impfungen zurückzuschrecken, ist die Angst, in irgendeiner Weise negativ von einer Impfung beeinflusst zu werden, einen seelischen Schaden davonzutragen. Manche Menschen verbreiten zum Beispiel die Theorie, mit Impfungen würde das Malzeichen des Tieres verbreitet werden, von dem im Buch der Offenbarung die Rede ist. Dafür gibt es allerdings keinerlei Anhaltspunkte. Und wie ich in meinem Video Der Antichrist und die Zahl 666 erklärt habe, muss die Annahme des Malzeichens mit einem Verrat an Christus einhergehen. Niemand kann gegen seinen Willen oder unbewusst Gott abschwören. Ebenso gegenstandslos ist die Behauptung, mit Impfungen würden Mikrochips oder irgendwelche anderen Substanzen verabreicht werden, die das menschliche Bewusstsein beeinflussen würden. Um zum Fazit zu kommen, aus christlich-orthodoxer Sicht gibt es kein Verbot, sich impfen zu lassen. Wer sich impfen lässt, egal mit welchem Impfstoff, begeht keine Sünde und handelt nicht unmoralisch. Umgekehrt gibt es von der Kirche gesehen natürlich keinen Zwang, sich impfen zu lassen. Das liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Menschen. Wer sich impfen lässt, sollte nicht den verurteilen, der keine Impfung macht. Und wer keine Impfung macht, sollte nicht den verurteilen, der sich impfen lässt. Man sollte jedoch bedenken, dass, vorausgesetzt eine Impfung wirkt, wie sie soll, es durchaus eine moralische Überlegung gibt, die für das Impfen spricht. Nämlich die Verantwortung für die Gesundheit, sowohl von sich selbst wie auch für andere Menschen. Wer aufgrund von Egoismus oder Nachlässigkeit eine Impfung ablehnt und dadurch sich oder andere Menschen gefährdet, ist dafür moralisch verantwortlich. Das Gleiche gilt für Menschen, die aufgrund von Halbwissen und falschen Tatsachen andere von Impfungen abhalten. Diese Menschen sollten doppelt überlegen, ob sie mit ihren Aussagen für die Gesundheit bzw. den Tod anderer Menschen Verantwortung sein wollen. Anschließend möchte ich jedoch unterstreichen, dass ich hier niemanden für oder gegen das Impfen stimmen möchte. Ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist keine religiöse, sondern eine medizinische Frage. Ob und wie Impfungen wirken, welche Risiken und Nebenwirkungen sie mit sich bringen, können weder Priester noch Mönche, sondern nur qualifizierte Ärzte und Wissenschaftler sagen.